Hallo, heute ist ein fantastischer Tag für Bücher und darum habe ich euch ein richtig tolles Buch heute mitgebracht. Hinter der Kamera ist die Sina. Ja, hallo, und über uns steht oder über Mama. Platzierung oder Dauerwerbung, weil wir Werbung für Bücher machen. Und heute mache ich das ganz besonders gern, weil das Buch, was ich euch vorstellen will... 10 von 10 Punkten. Niemand kommt dran vorbei. Wer nicht bei 3 auf den Bäumen ist, wird mit diesem Buch zugeschnattert. Ihr müsst es alles lesen, weil es ist wichtig. Und ich sage, ich weiß, ich höre mich jetzt an, aber ich wurde so zugeschnattert mit diesem Buch. Es ist, als hätte ich selber gelesen. Mehrfach. Und es ist die 100%ige, 1000%ige Empfehlung. Ihr müsst es lesen. Es ist Amy und die geheime Bibliothek. Und genau. Jetzt ringfrei. Von Ellen Gratz. Und bevor wir jetzt auf die ganzen Punkte einzeln eingehen, sage ich euch erstmal, worum es geht. Amy ist ein kleines schwarzes Mädchen, wie ihr hier sehen könnt. Was ich auch schon mal schön finde, dass es nicht immer nur weiße Protagonisten sind oder Hauptprotagonisten in dem Fall sogar. Nein, es ist dieses kleine 11-jährige Mädchen und sie liebt es zu lesen und sie hat ein Lieblingsbuch und das leiht sie sich ständig in der Schulbibliothek aus. Natürlich muss sie es auch zwischendurch mal abgeben und da muss es ein paar Tage da stehen, so die Regeln, sonst würde sie es ja in Dauerbeschlag nehmen und es ist wieder soweit. Sie darf sich das Buch wieder ausleihen und sie geht in die Bibliothek, sie kann es kaum abwarten und dann steht sie vor dem Regal und das Buch ist nicht da. Die Bibliothekarin, die das Mädchen schon gut kennt, ist schon hinterhergegangen und sie sagt, wo ist mein Buch, hat es jemand anderes ausgeliehen? Nein, sagt die Bibliothekarin, ich musste das Buch aus dem Regal nehmen. Wieso das denn? Ich musste das Buch verbannen. Es gab eine Beschwerde, weil dieses Buch halt nicht in diese Altersklasse oder wie auch immer nicht hineinpasst. Amy ist zutiefst geschockt und es ist nicht das einzige Buch. Nein, mit ihrem Lieblingsbuch ist gleich eine ganze Latte verschwunden. Unter anderem Harry Potter, Mathilda von Roald Dahl, Die Geisterjäger von Cornelia Funke, die Gänsehautbücher von Stein und noch ganz andere Bücher. Und sie ist zutiefst erschüttert. Da ist es auch nur ein klitzekleines Trostpflaster, dass ihr Vater sagt, okay, Amy, ich kaufe dir das Buch. Wenn dein Herz so daran hängt, bekommst du dieses Buch. Aber Amy denkt nach und denkt, das ist nicht richtig, weil dieses Buch ist gut. Es sollte eigentlich jeder gelesen haben. Da ist nichts Schlimmes drin. Warum wird dieses Buch verboten? Und alle anderen Kinder haben jetzt nicht mehr die Chance, dieses Buch kennenzulernen. Und ihre beiden Freunde, einmal dieser Junge und das Mädchen, helfen ihr jetzt, eine geheime Bibliothek in ihrem Spind aufzubauen. Ja, der eine ist dafür zuständig, er, um die Bücher ranzuschaffen von älteren Schülern, die die Bücher nicht mehr brauchen. Oder, ja, er holt die Bücher halt ran. Und sie ist halt... Und sie ist halt die Tochter von einer Rechtsanwältin und sie... hat das wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgezogen. Sie fühlt sich jedenfalls auch schon als kleine Staranwältin und ist jetzt für die rechtliche Seite zuständig. Es ist wirklich ganz, ganz entzückend. Amy hat sich jetzt natürlich vorgenommen, diese ganzen Bücher wurden verboten. Die lese ich jetzt alle. Er holt die Bücher ja ran. Also falscher Typ. Genau, er holt sie jetzt ran. Und sie fängt an, die ganzen Bücher zu lesen. Ich muss sagen, ich habe mir die Liste auch genommen und habe gedacht, naja, gut, das eine oder andere guckst du dir jetzt auch mal an, ob das wirklich berechtigt ist oder nicht. Okay, bei Sir Montagus Gruselgeschichten muss ich sagen, ich wäre auch nicht begeistert gewesen, wenn Sina das aus der Bücherei mitgebracht hätte und die hätte garantiert ein paar Nächte nicht schlafen können. Auf der anderen Seite muss man lernen, Dinge abzubrechen, wenn sie einem nicht gut tun. Das gehört zur Entwicklung dazu. Oder halt auch seine Grenzen kennenzulernen. Und vor allen Dingen, wie soll aus Kindern wirklich kritikfähige, mündige Bürger werden, die eine eigene Meinung haben, wenn sie sich diese nicht bilden können? Weil dazu gehört nun mal eine Vielzahl von Büchern. Und es gibt gute Bücher, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und auch schlechte Bücher. Ich hatte Freundinnen, die haben Gänsehaut geliebt. Ich habe es nicht gelesen, weil ich wusste, das ist nichts für mich. Aber ich hatte jederzeit die freie Wahl, mir so eine Werwolf-Geschichte durchzulesen. Mittlerweile mag ich die Geschichten. Damals das Skandalbuch waren ja Berts geheime Bekenntnisse oder wie die Dinger hießen.
Ich fand das gut. Also, was heißt gut? Es war nichts für mich, aber ich wusste, dass Sina daran Spaß hat. Also, warum sollte sie das nicht lesen? Ich mochte am liebsten alles okay, Kartoffelpüree, diese Abschlusssätze von ihm, die er immer reingeschrieben hat. Und das war der Sinn hinter den Büchern. Es waren Aufklärungsbücher, aber ja. So habe ich das als Kind nicht verstanden, weil ich ziemlich früh damit in Berührung gekommen bin. Und ich fand es halt gut, diese Tagebuchschreibe und alles okay, Kartoffelpüree. Diese Aufklärungsaspekt ist völlig an mir vorbeigeflogen. Das habe ich erst später realisiert, als ich 14, 15 war. Ja, aber auf alle Fälle, ich bin jedenfalls auch immer sehr dafür, dass Kinder möglichst breites Spektrum haben, was sie lesen sollten. Natürlich gibt es Bücher, wo ich auch sage, ob das wirklich jetzt so gut ist. Es gibt ja auch Bücher, wo wirklich sehr viel Gewalt ist, aber wo fängt das an, wo hört das auf? Nimmt man ein Märchen, die sind auch nicht gerade zimperlich. Es ist eben sehr schwierig und das macht das Buch auch gerade interessant. Aber ich glaube, Amy ist ein sehr, sehr schlaues Mädchen, die auch sagt, dass es eben nicht gehen kann, dass nur eine Person darüber entscheidet, was gelesen wird und was nicht gelesen wird. Und da bin ich ganz bei Amy und ich finde es toll, dass die Kinder sich zusammentun und etwas dagegen tun und nicht sagen, okay, alle Eltern oder jeder Erwachsene hat Recht und Kinder müssen sich dem eben beugen. Ist natürlich für Eltern und Erzieher vielleicht nicht ganz so bequem, wenn Kinder mit dieser Einstellung ja erwachsen werden oder wenn die sich halt auch ihre eigenen Gedanken machen, anstatt einfach brav das zu tun, was die Lehrer eben von ihnen wollen. Und dann kommt eben auch die Frage, wer soll es entscheiden? Sind es die Eltern, die entscheiden, was gelesen wird oder nicht? Die sind meistens so überlastet, dass sie nicht mehr dafür die Zeit haben, sich wirklich gründlich zu informieren. Was ist das für ein Buch? Also sind Bibliothekare genau. Und Buchhändler gefragt, die aber wiederum auch keine Zeit dafür haben. Früher gab es ja auch für Buchhändler noch so etwas wie Leseurlaub. Und dann kommt es ja auch noch auf das spezielle Kind an. Ich konnte mit Der kleine Vampir schon nichts anfangen. Andere haben es geliebt. So sind die Kinder halt verschieden und das ist eben ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ihr seht, da ist schon sehr viel, worüber man sich mal Gedanken machen sollte. Also, ich habe hier eine Liste mit all den positiven Punkten, die Ma an dem Buch gefunden hat. Und ich werde jetzt so Stichpunkte geben. Zum Beispiel die Liste mit Büchern macht natürlich auch neugierig die Kinder, die dieses Buch lesen oder auch euch selber. Natürlich, diese Bücher für euch auch zu entdecken und natürlich bei Amy kommt halt auch dieser Gedanke, diese Bücher sind verboten, jetzt erst recht, die muss ich kennenlernen. Wir wissen das alle, alles was verboten ist, ist besonders interessant. Das ist, fängt bei den Kirschen im Nachbarsgarten an und hört ganz woanders wieder auf. Ja. Zudem hast du auch aufgeschrieben, dass es gut ist für Erwachsene. Das ist jetzt definitiv kein Buch, das du nur Kindern empfehlst. Oder dass ihr es euren Kindern holt, weil das ist hier kein Kinderkanal. Aber es ist ein Buch, das du auch sagst, dass Erwachsene lesen sollen. Und vor allen Dingen hat es ja auch bei uns für ziemlich viel Gesprächsstoff gesorgt. Also es ist einmal die häusliche Situation, dass wirklich Amy immer zurückstecken muss. Sie muss immer nachgeben. Es ist selbstverständlich, wenn ihre Schwester jetzt mal wieder meint, sie muss gerade Ballett üben, obwohl sie vielleicht auf ihrem Bett die Hausaufgaben machen möchte. Sie muss sich mit ihrer Schwester halt ein Zimmer teilen. Es ist normal, dass ihre kleine Schwester auch dann mal Stress macht, weil sie irgendwas wegräumen soll von ihrem Papierzeug oder so. Und Amy ist es. Die eine hat keine Lust, den Tisch zu decken. Amy, mach du das doch einfach mal gerade. Und Amy hat keinen Bereich, wo sie wirklich mal sagen kann, Tür zu, lasst mich alle in Ruhe. Da ist natürlich auch dieses, ich verstehe das, dass man nicht immer allen Kindern gerecht werden kann. Aber ich kenne das selber. Ich hatte dann irgendwann auch das Vergnügen, meine Nichte noch bei uns mit dem Haushalt zu haben, weil meine älteste Schwester sich damals hat scheiden lassen und die Kleine kam zu uns. Und Kleine war aber nur 2 oder 3 Jahre. 4 Jahre. Vier Jahre jünger wie ich. Aber es hieß dann immer, du musst doch mal Rücksicht nehmen, Milona. Und die hat sich da hingesetzt, ganz knallhart und hat meine Märchenplatten einmal gemacht und wo ich dann Ärger gemacht habe, hieß es dann, Ilona, du musst doch mal Rücksicht nehmen auf die Kleine. So, und von daher kann ich das gut nachvollziehen. Nur weil jemand kleiner ist, heißt das nicht, dass er immer recht hat. Genauso ist wie wenn er größer ist. Genau, ist immer schwierig. Und vor allen Dingen, wenn die Eltern selber gestresst sind und vielleicht auch überfordert, ist es doppelt schwer.
Das andere... Soll ich zum nächsten Punkt kommen? Nee, ich finde aber auch, dass Eltern sich wirklich mal darüber Gedanken machen sollten. Oder überhaupt sollte man sich mal darüber Gedanken machen, wer ist eigentlich verantwortlich? Ist die Schule dafür verantwortlich? Wenn sie sagt in der Bibliothek, wir haben diese ganzen Bücher. Oder ist man als Elternteil derjenige, der verantwortlich ist? Es ist sehr schwierig. Also es ist halt Gedankenstoff. Ja. So, schön war auch, dass die Thematik, du hast es eben schon angesprochen, mit dem Bibliotheksthematik ist. Wie lief das alles ab? Ich weiß es noch. Ich auch, weil ich mal in der Bibliothek gearbeitet habe und das war bevor die Computereinzug Da ging es gerade darum, genau, dass umgewechselt wurde. Genau, das sollte dann langsam umgestellt werden, aber ich kenne das noch mit den Statistiken, wo man wirklich noch Striche gemacht hat, aus welchen Bereichen die Bücher kamen und wie viele Büchermedien entliehen wurden und vor allen Dingen, dass man ja vorne noch, und ihr seht es, ein Relikt aus uralten Zeiten, das heute nicht mehr benutzt wird, weil ihr seht, hier sind keine Stempel mehr drin, dass es dann ja diese Zettel gab, wo man einen Datumstempel reingedrückt hat, wo der Leser eben auch wusste, wann das Buch zurückgegeben werden musste. Und das macht sie sich jetzt halt zunutze, weil sie hat ja eben kein PC zur Verfügung und auch nicht das entsprechende Programm dazu, damit sie auch die Übersicht behalten kann. Und Karteikarten natürlich. Ja, das heißt, sie werden auch wieder mit einem Relikt, die Kinder von vergangenen Zeiten, wie hat man das alles offline gemacht? Genau. Konfrontiert. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil wir sind alle mittlerweile so sehr an die Technik gewöhnt. Heute in der Bücherei hieß es dann auch, ach, laden sich einfach die App vom Smartphone, das ist das Einfachste. Das funktioniert viel besser, wenn Sie gucken wollen, welche Medien da sind, weil wir haben da gerade einen Fehler. Und wie lange Ihre Ausleihe ist und so. Man muss auch heutzutage schon dazu sagen, ich hätte gerne einen Beleg darüber, was wann wieder in der Bücherei erscheinen muss. Und das war ja früher alles nicht so. Genau, da hatte man halt nur das Stempelkissen und die Karteikarte und halt... Ja, diese schönen Zettelchen vorne in den Büchern drin. Positiv, und das ist ja wirklich ein positiver Punkt, dass wir jetzt nicht das normale weiße Mädchen haben als Protagonistin, sondern wir haben eine schwarze, genau, die genauso tickt und genauso ist wie ein weißes Mädchen. Und was, vor allen Dingen super pfiffig. Genau, und das ist einfach auch mal eine richtig, richtig, ja, schöne Sache und war für Ma ein Pluspunkt wert. Ja. So, Amys Freunde, darauf bist du ja schon eingegangen, genau, dass du sie total gerne magst, besonders halt die kleine, ich weiß, dass du dich riesig amüsiert hast über die kleine Rechtsanwältin. Ja. Ich musste mir auch mal Stellen anhören mit der kleinen Rechtsanwältin, weil sie so süß ist und weil das so toll ist. Und seltsamerweise hatte ich auch ein Buch ähnlich, zu der ähnlichen Zeit, wo auch einer gesagt hat, mein Vater ist Rechtsanwalt und deswegen habe ich hier voll den Durchblick. Das geht nur so und so. Ja, und ich finde es auch schön, dass die Kinder eben durch dieses Teamwork, weil das sind ja nachher nicht nur die drei, es sind ja auch die Kinder, die halt lesen, das sind die Kinder, die die Bücher zur Verfügung stellen und so weiter, ein super funktionierendes Teamwork entsteht. Und sie kommen noch auf ganz, ganz großartige Ideen, die ich euch jetzt hier gar nicht erzählen möchte, weil ihr sollt das Buch natürlich lesen. Aber ich finde das wirklich auch ermutigend, sich zusammenzuschließen und gemeinsam eben was zu erreichen. Genau. Du warst auch begeistert vom Ende, was, ja, wir euch jetzt hier nicht Dings werden. Ganz, aber manchmal, genau, sind ja die Enden das, wo es echt anfängt zu schwächeln. Du fandest das Ende gut. Ja, weil, und das verrate ich euch, weil es ist immer sehr leicht, irgendjemanden in die böse Ecke zu stellen. Auch die Frau, die jetzt sagt, das Buch und das Buch und das Buch und das Buch. Aber Amy bekommt das auch sehr gut hin, weil sie auch wirklich erkennt, diese Frau ist ja nicht böse. Diese Frau möchte ja im Grunde genommen nur die Kinder schützen. Und das wird wirklich sehr gut dargestellt und auch gelöst, ja. Ja, du hast noch gesagt, die Charakterentwicklung, gerade Amy, dass sie, genau, jetzt eine Mission hat. Wir hatten auch darüber geredet, hier ja auch alleine durch das Büro, durch das Kinderbuch, dass wenn man eine Mission hat, man wesentlich weiterkommt. Und auch das seht ihr hier ganz wunderbar bei Amy, wenn jemand sagt, ich möchte irgendwas, ich sehe dann Unrecht, ich möchte dagegen angehen, kommt es zu einer Charakterentwicklung. Genau, von dem kleinen Mädchen, das immer ruhig ist, weil sie es einfach aufgegeben hat, weil sie sagt, die Erwachsenen hören mir sowieso nicht zu, also sprich ihre Eltern, also auch immer stiller geworden ist und gar nicht mehr den Versuch macht, sich durchzusetzen, zu einem Mädchen, die dann irgendwann in der Lage ist,
zu ihrer Meinung zu stehen und wirklich ihre Mission zu erfüllen. Fand ich ganz großartig. Kapitellänge ist super angenehm. Ich habe reingeguckt, ist es mir immer wichtig. Ich bin selber kein langer Kapitelfreund. Ich hasse das, weil ich es liebe zu sagen, ey, noch ein Kapitel und noch ein Kapitel. Ach komm, das sind nur ein paar Seiten, die schaffst du auch noch. Wenn ein Buch gut ist, liebe ich kurze Kapitel. Ansonsten bin ich froh, dass ich ein kurzes Kapitel hinter mich gebracht habe. Und hier sind die Kapitel teilweise 2 Seiten, teilweise 4 Seiten. Gerade nur beim Durchblättern habe ich das gesehen, dass es wirklich sehr, sehr gute Kapitellängen ist. Und gerade als Kind, weil ich war ein schwerfälliger Leser, weiß ich es, dass es unheimlich toll ist zu wissen, ey, ich habe ein Kapitel geschafft. Genau, also da habt ihr auch nochmal die Motivation zum Lesen, damit man immer nochmal ein Stückchen weiterkommt, noch ein Kapitel. Im Nachwort wird noch gesagt, dass das aktuell ist, das Thema. Genau, also dass wirklich sehr, sehr viele Bücher, gerade in den USA, aus den Bibliotheken verschwinden. Ich weiß wirklich nicht, wie es hier ist, vielleicht wisst ihr das. Ja, und von daher habt ihr also auch noch die Information und den Hintergrund, warum so ein Buch überhaupt entstanden ist. So, Preis sind 15 Euro. Das ist natürlich, wenn man dagegen andere Bücher sieht, da ist jetzt kein Spotlack und so weiter drauf. Es ist Hansa. Ja. Hansa verlegt, soweit ich weiß, hochwertigere Kinderbücher. Also ihr habt jetzt hier wirklich nicht, dass da irgendwo Spotlack ist oder dass da irgendwelche Prägungen sind oder so. Es ist ein schlichtes Buch. Es ist... Sind auch keine Illustrationen drin. Ja, es ist sehr gut gebunden, aber es ist jetzt nicht das, was man halt mit Metallic-Prägung und diesem und jenem, das ist es halt nicht. Man versucht also nicht zwanghaft die Nichtleser jetzt für dieses Buch zu begeistern. Ja. Es ist auch, es gibt 2 Illustrationen, die sich abwechseln. Jedes Kapitel fängt mit so einem Buchstapel an und das sind, glaube ich, 2 verschiedene Buchstapel. Das habe ich zumindest jetzt eben. Da seht ihr auch mal, wie kurz so ein Kapitel sein kann. Ist ein Kapitel. Es möchte jetzt also nicht unbedingt, es gibt ja Bücher, die wirklich für Nichtleser auch werben. Also die vor allen Dingen diese Sparte wollen. Da geht es halt wirklich, es ist so hochwertig, es ist Hansa, ganz klar. Und der Preis ist halt auch stolz. Ich hätte es jetzt auf 12 Euro geschätzt, ehrlich gesagt. Okay, das sind 3 Euro Unterschied, aber ich hätte es eigentlich auf 12 geschätzt. Aber es ist halt Hansa, davon wird ja wahrscheinlich auch gar nicht so viel verlegt. Dennoch ist es ein hochwertiges Buch und den Preis wert. Also es kommt ja manchmal nicht darauf an, ob vorne alles Mögliche drauf ist mit Gold und Tralala, sondern es kommt ja in erster Linie bei einem Buch natürlich immer noch auf den Inhalt an und ich finde, das stimmt hier. Genau, aber ich weiß, es ist ein stolzer Preis auch für ein Kinderbuch, was eure Kinder, ich weiß es aus eigener Erfahrung, man hat mir Bücher gekauft und ich bin nicht beigegangen. Die ganze Reihe der kleine Vampir und sie hat nicht eins gelesen. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, weil Kind und Kind ist immer sehr verschieden, guckt, ihr habt ja immer die Möglichkeiten, Leseproben euch mal downzuladen oder da mal reinzulesen, dann macht das einfach mal. Oder lest es selber halt auch, weil und redet dann mit eurem Kind vielleicht darüber, ich habe gerade dieses Kinderbuch gelesen, das könntest du auch lesen, aber da geht es um Zensur, wie siehst du das? Und vielleicht kann man so auch das Interesse an diesem Buch wecken. Und vor allen Dingen, es ist immer schön, wenn Eltern mit ihren Kindern auch zusammenlesen oder die große Schwester vielleicht Interesse hat oder der die Patentante oder sonst wer. So, es sind 243 Seiten, wie gesagt, aber es sind auch halbe Seiten dabei, wie ihr ja auch eben gesehen habt. Das ist ein kurzes Kapitel, da kommt ein Kind durch und das Alter ist empfohlen ab 9 Jahre. Ja. Und ist es altersgerecht? Das ist jetzt ja die große Frage. Kann es in einer Grundschulbibliothek stehen oder nicht? Das ist die Frage, weil wenn man mal da hinguckt und mal genau hinschaut, würde dieses Buch auf dem Index landen, weil es ja ganz klar zur Rebellion aufruft. Da heißt es ja nicht, Erwachsene haben immer Recht und man muss sich halt fügen, sondern sie sagen, nein, das ist ein Unrecht und dagegen muss man was tun. Also Rebellion. Wäre dieses Buch auf dem Index gelandet. Wir kennen uns ja ein bisschen mit Spielzeug aus und es ist halt auch so, dass auch Puppen halt hergestellt werden, die Aktivisten zum Beispiel sind und da darstellen. Und dass das halt im Moment auch total in Zeitgeschehen passt. Und wenn eure Kinder sich interessieren für Fridays for Future und so weiter, es muss nicht immer nur der Klimaschutz sein, der ein Kind begeistern kann und sagen kann,
da muss was getan werden, auch wenn das natürlich ein sehr elementares Thema ist, ist auch sowas wie Zensur natürlich ein wichtiges Thema. Und wir wollen alle, dass die Gedanken frei sind, denke ich, und dass es nicht wieder zu Buchverbrennungen zum Beispiel kommt. Genau, das ist so ein Schreckensszenario, was mir dann auch gleich vor Augen war. So was wie Buchverbrennung, Erich Kästner, sehr viele angesehene Autoren haben auf den Indexen gestanden und die Bücherberge in Deutschland brannten. Und das wollen wir doch nicht nochmal erleben. Und in der Renaissance brannten Gemälde oder irgendwelche Darstellungen, weil da gerade wieder so ein religiöser Hype war. Ja, es ist wichtig, dass die freie Meinung halt bleibt und auch die freie Weiterbildung. Also ihr seht, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein brisantes Thema vielleicht auch, aber ich finde, das ist sehr, sehr gut umgesetzt und von mir wirklich. Von 10 Punkten, die ich vergeben kann, gibt es diese 10 Punkte mit absolut ruhigem Gewissen. Ich finde dieses Buch wirklich großartig. Und vor allen Dingen, ihr habt dann noch Listen da drin. Ich weiß nicht, ein oder zwei Listen, ist ja nicht mit der einen Liste halt getan. Und da könnt ihr wirklich dann auch mal gucken, was sind das für Bücher? Vielleicht braucht ihr mal Anregungen in Sachen Kinderbüchern. Da könnt ihr euch da vielleicht auch mal ein bisschen schlau machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Buch anregt, Kinder oder ja auch Erwachsene, wie wir bei dir gesehen haben, Bücher zu erforschen. Genau, und das finde ich ist auch noch ein sehr positiver Punkt. Also ihr habt die Sache mit dem Teamwork, dass man Kinder auch nicht machtlos sind, dass sie was tun können, wenn sie sich vielleicht auch mal zusammenschließen. Ihr habt wirklich sehr, sehr gute Punkte, auch diese Bücherlisten. Wie schon gesagt, da muss man selber gucken, ob das Kind diese Bücher vielleicht schon lesen kann oder eben nicht. Vor allen Dingen Bücher verschwinden aus der langweiligen Ecke, weil auf einmal sind sie so brisant, dass sie verboten werden müssen. Genau. Und ab dem Zeitpunkt ist es vielleicht auch für einen Lesemuffel interessant, wie Bücher sind so brisant, dass Leute sich einsetzen, dass diese Bücher verschwinden. Es ist nicht mehr langweilig, es ist nicht mehr das, was in der Schule durchgenommen wird, sondern es ist das, was aus den Schulen verbannt wird, weil es gefährlich ist. So wie Smartphones oder irgendwelche Messer oder so. Und das macht es doch interessant. Oder irgendwelche Computerspiele, die man bestimmt nicht spielen soll, die sind gerade interessant. Und ja, ein bisschen geschickt verpackt und man hat die kleinen Leser am Haken. Ja, das ist jetzt alles, was ich euch zu Amy und die geheime Bibliothek sagen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Amy auch eine Chance gebt. Und vielleicht habt ihr es schon gelesen, vielleicht möchtet ihr es lesen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Meine Empfehlung für heute, für diesen schönen Büchertag. Bis bald.